Guten Tag, liebe ePVP-Community. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Review und zwar zu einem Rocket-Produkt wieder mal. Und ich möchte diesmal das Rocket Coolu Stereo Gaming Headset vorstellen. Und um es vorstellen zu können, muss ich es natürlich wieder auspacken. Ich habe es etwas vorgelockert schon, damit es diesmal nicht so lang dauert mit dem Auspacken. So, das Headset legen wir erstmal beiseite und schauen erstmal, was wir denn wieder so Nebensächliches drin haben. Und zwar haben wir hier wieder ein Quick-Installations-Guide und eine Rocket Coolu Mitgliedskarte. Damit bekommt ihr beim nächsten Kauf etwas Rabatt, natürlich bei einem Rocket-Produkt. Und dann kommen wir zum nächsten. So, das hier ist eine integrierte Soundkarte in diesem kleinen Ding. Hier hat Rocket etwas Gutes gemacht. Sie haben praktisch jetzt auf zwei Anschlüsse gesetzt. Und zwar einmal an normalen Buchsen. Seht hier, zwei normale Buchsen. Und einmal dem USB-Anschluss. So, in dieser Soundkarte ist ein integriertes 7.1 Surround Sound integriert. Und wenn wir diese benutzen wollen, stellen wir einfach hier, wenn Sie die Farben, die einzelnen in die entsprechenden Farben auch wieder rein. Also hier Mikrofon pink und grün für Sound und steckt diese dann einfach hinten in den Rechner rein. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das Mikrofon. Und zwar, das Mikrofon hat einen Geräuschefilter für gute Soundqualität später mal. Wenn ihr im Teamspeak oder im Skype oder ICQ oder was auch immer ihr, was ihr immer, welche Voice-Programme ihr benutzt, keine Hintergrundgeräusche vorkommen. Und wenn ihr nun reden wollt, klappt ihr das Mikrofon einfach nach vorne. Und wenn ihr es stumm schalten wollt, einfach wieder nach hinten. Also wenn ihr es komplett nach hinten habt, dann ist das Headset auch wieder abgestellt, also gemutet. Und für alle, die mit ihren Produkten natürlich nicht gut umgehen, hat Rocket wirklich ein sehr elastisches und stabiles Headset entwickelt. Man sieht, wie sehr ich es biege. Es geht nicht kaputt, da braucht man wirklich sehr, sehr, sehr hohe Gewalt, um es zu zerstören. Es geht nicht kaputt und es ist trotzdem noch sehr komfortabel beim Aufsetzen und wird auch nach einer Zeit nicht unangenehm an den Ohren. Da sie wirklich, diese Ohrmuscheln hier sind wirklich sehr, sehr bequem beim Anziehen. Gut, dann hat Rocket noch etwas anderes integriert. Und zwar, man sieht hier, es ist kein üblicher Soundschalter. Nein, es ist eine Art Sicherheitsschalter. Man kennt es ja sicherlich, weil bei leichteren Headsets wird, wenn es irgendwie an der Soundpegel, an die Jacke oder ans T-Shirt oder sowas rankommt, dann kann es ja passieren, dass sich das Sound automatisch hochstellt, also unbeabsichtigt, und das wollte Rocket hier verhindern. Und zwar, man muss hier doch ein bisschen stärker drücken, damit man es umstellen kann. Gut. Alles in allem kostet das Headset 60 Euro. Es ist auch wieder ein sehr gutes Rocket-Produkt, so wie fast alle Rocket-Produkte. Ich kann es jedem nur empfehlen. 60 Euro sind wirklich nicht viel für ein Gaming-Headset. Und dazu halt auch noch ein 7.1-Headset. Oder halt eben ein Stereo-Headset. Wie man es gerne möchte. Ja, und das war es eigentlich jetzt schon wieder. Ein kurzes Review zu dem Rocket Coolu Gaming Stereo-Headset. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.